Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marin. Heute zeige ich euch meine Monatsfavoriten, meine liebsten Produkte aus den letzten Wochen. Wenn ihr Bock habt auf dieses Video, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich. Das könnt ihr unten kostenlos tun. Aktiviert gerne die Glocke und gebt diesem Video gerne Daumen nach oben, denn damit tut ihr mich ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, wir starten schon in den Oktober. Wir haben schon Anfang Oktober. Der neue Monat hat gestartet und ich möchte das ab jetzt auch wieder so einführen, dass ich euch Anfang des Monats meine Monatsfavoriten zeige. Durch die Sommerzeit und andere Vorkommnisse hat es sich in der Sommerzeit so ein bisschen versetzt bei mir, dass ich das mit den Monatsfavoriten euch regelmäßig gezeigt habe. Aber ich habe mir gedacht, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Es sind einige neue Produkte, die ich bei mir in Benutzung habe, aber auch einige ältere Produkte, die ich euch noch nicht gezeigt habe oder wo ich euch gerne updaten möchte, vor allen Dingen im Bereich der Gesichtspflege, weil ich weiß, dass das auch einige von euch interessiert. Und auch vielen lieben Dank an euch alle da draußen, die auch neu dazu gekommen sind. Herzlich willkommen in der Thais Family. Ich liebe einfach den Austausch mit euch und das ist einfach auch das Wichtigste gewesen, warum ich überhaupt mit YouTube gestartet habe. Für mich ist es meine Leidenschaft, für mich ist es mein Hobby. Ich kann davon nicht leben, wie andere große YouTuber natürlich, aber es ist ein Hobby, was ich mit Leidenschaft mache und dank euch gemeinsam auch wachse. Deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt schon so viele hier auf meinem Kanal sind und ihr wisst ja auch, dass ihr aktuell was gewinnen könnt in meinem letzten Drogerie-Haul. Ich werde es versuchen, das Video euch hier zu verlinken. Falls ihr noch nicht teilgenommen haben solltet, macht es super gerne. Ihr könnt da aktuell eine richtig schöne kleine Kiste gewinnen. Eine gut gepackte Kiste. Es ist der Inhalt des Action-Adventskalender dabei. Es ist eine Lidschattenpalette dabei. Ich habe ein paar Pflegeprodukte mit reingelegt, noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und die beiden neuen Schätzchen, die ich bei Rossmann von Isana geshoppt habe, aus dieser wundervollen Lebkuchen-Edition. Also falls ihr noch nicht teilgenommen habt, macht es super gerne. Das könnt ihr nämlich unter dem Drogerie-Hall, Rossmann-Hall, den ich euch als letztes Video hier vorgestellt habe, gerne machen, ihr Lieben. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber, dass wir gemeinsam wachsen. Und wie ihr wisst, geht es hier auf meinem Kanal natürlich rund ums Thema Shopping, Fashion, Lifestyle-Produkte. Und es wird auch der ein oder andere Adventskalender noch kommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe nämlich einen richtig coolen selbst geshoppt. Den zeige ich euch auch bald. Aber heute geht es um meine Top-Produkte aus den letzten Wochen, ihr Lieben. Mit dem möchte ich jetzt auch direkt starten, ohne dass es jetzt hier so lange dauert, dieses Video. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, werde ich ja heute über das Thema Gesichtspflege reden, weil aktuell, ich muss auf Holz klopfen, ist meine Haut richtig gut für meine Verhältnisse. Ich habe euch ja schon oft darüber geredet und ich liebe auch einfach den Austausch mit euch. Vielen lieben Dank auch an alle Mädels, die mir bezüglich der Kopfhaut wegen dem Problem mit meinem Sohn geschrieben haben. Ich danke euch von ganzem Herzen. Das war so süß. Ich habe E-Mails bekommen, ich habe DM-Messages auf Instagram bekommen. Ich danke euch da wirklich von ganzem Herzen, denn dafür ist, finde ich, diese Plattform auch gemacht, dass wir uns gemeinsam austauschen können. Nicht nur, dass ich euch was mitteile, sondern ihr könnt mir auch was mitteilen. Das freut mich super und ich möchte auf jeden Fall auch, ich hoffe, ich kriege es irgendwann mal hin, mal hier auch einen Livestream starten. Ich habe ja vor ein paar Wochen auch mal auf TikTok hin und wieder einen Livestream gestartet, aber ich möchte das auch gerne hier, dass wir ein bisschen über die Produkte auch sprechen können. Ich muss mir wirklich einfach mal die Zeit dafür einteilen und das irgendwie hinbekommen. Das freut mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal an euch alle da draußen, die mir da so gute Tipps gegeben haben. Und deswegen möchte ich jetzt auch heute mit dem Thema Gesichtspflege starten. Ich habe euch das vor ein paar Wochen schon ein bisschen länger her gesagt, dass ich mit Rosacea diagnostiziert wurde. Ich habe den schleichenden Prozess so ein bisschen mitbekommen. Ich hatte immer wieder mit Rötung zu kämpfen, die natürlich auch ein bisschen, ja, ich sag mal so, getriggert werden. Oder einfach wirklich auch durch äußerliche Einflüsse wie Sonne oder vor allen Dingen bei mir ist es eher der Stress, der dem Ganzen noch zusetzt, das Ganze so ziemlich wirklich verschlimmert hat. Ich hatte eine Zeit lang wirklich eine richtig schlimme Haut. Ihr seht es hier natürlich nicht, weil ich hier natürlich auch immer geschminkt vor euch trete. Wobei ich muss sagen, ihr wisst das ja, dass ich kaum Foundation nutze. Ich sage euch auch heute, was ich heute auf dem Gesicht habe. Gefällt mir auch richtig gut. Und da hatte mich auch eine Followerin im letzten Video zu gefragt. Zeige ich euch auch. Am Ende machen wir Make-up-Produkte. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch heute die Produkte, die bei mir, bei meiner Rosacea, aktuell sehr gut funktionieren. Ich muss auch dazu sagen, ich habe sehr viele Produkte weggelassen. Ich kann euch das nur von meiner Seite aus anraten. Ihr wisst das, ich bin hier ein Kanal, der ja schon konsumlastig ist. Das gebe ich auch zu. Ist halt meine Leidenschaft. Was soll ich euch sagen? Und ich habe natürlich auch, was Pflegeprodukte angeht, sehr viel probiert. Und das war, glaube ich, auch ein ganz großer Fehler. Das hat auch meine Hautärztin mir so erklärt. Es war einfach wahrscheinlich zu viel für meine Haut. Aktuell, muss ich sagen, habe ich auch die Zinksalbe abends mal ganz punktuell aufgetragen. Und das, muss ich sagen, funktioniert bei mir auch ganz gut. Aber ich zeige euch mal, was ich zur Reinigung nehme. Und diese beiden Produkte, ich sage es euch so, wie es ist, für mich die besten beiden Reinigungsprodukte für
empfindliche Haut. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe einmal von Isana ein Produkt, ja. Isana Pure, das ist dieser sanfte Reinigungsschaum mit Niacinamid und Panthenol. Seitdem ich den nehme, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich wirklich, also das hat mir sehr, sehr geholfen. Das hat auf jeden Fall meine Haut schon wirklich deutlich verbessert, weil ich zu viele Reinigungsprodukte benutzt habe und noch ein Schaum und noch ein Gel und dies noch und das noch. Ich benutze, also zum Abschminken nehme ich meistens Wattepads, hole mir mit Micellenwasser einmal die Augen, als Augenmake rund oder nehme einfach ein Feuchttuch, bin ich ganz ehrlich, aber danach kommt bei mir immer der Schaum in Einsatz. Das mache ich vor allen Dingen, also morgens immer, abends wechsle ich da ab und zwar nehme ich das nicht jeden Abend, sondern ich kombiniere das ganz gerne, dass ich im Wechsel dazu vom Bioderma dieses Produkt nehme und zwar ist das ein Gelprodukt, das ist das Sensibio aus der Sensibio-Reihe. Ich habe das in der Türkei gekauft, ihr Lieben, im Frühjahr schon, bekommt ihr aber auch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein super, super leichtes Produkt. Sensitive ist ein bisschen flüssig, braucht ihr auch nicht viel von, wenn ihr vorher einmal das Grobe runtergewaschen habt, wenn ihr so wie ich Make-up-Träger seid. Wenn ihr sowieso nicht viel Make-up tragt, dann könnt ihr das einfach pur benutzen. Liebe ich. Diese beiden Produkte nehme ich zur Reinigung mehr aktuell nicht, ihr Lieben. Und ich fahre damit super. Dann nehme ich natürlich auch ein bisschen was, um meiner Haut Feuchtigkeit wieder zu geben, denn sie ist natürlich, ja, obwohl ich Rosazea habe, ich habe ölige Haut, also ölige Mischhaut kann man eher sagen. Und meine Haut braucht auch oft Feuchtigkeit, gerade die Wangenpartie. Und da habe ich auch zwei Produkte, die ich euch gerne dazu zeigen möchte. Und dann kommen wir zu einem Produkt, was mich auch sehr überrascht hat. Das muss ich direkt dazu sagen. Also wenn ich gerade vor allen Dingen morgens, ihr Lieben, wenn ich morgens den Isana-Schaum benutzt habe, benutze ich super gern danach dieses Serum. Das ist das einzige Serum, was ich aktuell benutze, sonst keins. Das ist das Peptid- und Kollagen-Serum von Isana. Es ist ein parfümfreies Produkt. Täglich morgens und abends steht hier für Hals und Dekolleté, könnt ihr das Ganze nehmen. Vertrage ich sehr gut und ich finde, dass das meine Haut wirklich gut tut. Es tut nicht irgendwie meine Haut überlasten. Es ist wirklich ein sanftes Serum, finde ich. Vertrage ich in Kombination mit dem Schaum super. Wie gesagt, das ist einfach meine persönliche Erfahrung aktuell und das habe ich fast aufgebraucht. Das benutze ich immer abends, ihr Lieben. Das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, wenn ihr so wie ich mit Rötung zu kämpfen habt. Da finde ich die super. Ich habe auch von meiner Hautärztin, das hatte ich euch auch schon gesagt, auch eine Creme bekommen. Die habe ich jetzt abgesetzt. Die nehme ich aktuell nicht, weil wie gesagt, toi toi toi, meine Haut sehr gut geworden ist. Das ist die Solantra-Creme Ivermectin. Also es ist verschreibungspflichtig. Das hat mir meine Hautärztin verschrieben. Kann ich nur so sagen. Müsst ihr mal bei eurer Hautärztin fragen, wenn ihr da die gleichen Problematiken habt. Ich habe aktuell Sensibio AR. Anti-Redness Care vertrage ich sehr gut. Ist für mich von der Feuchtigkeit her völlig ausreichend. Es ist keine sehr reichhaltige Creme. Also für alle, die sehr trockene Haut mit Rosacea in Kombination haben, weiß ich nicht, ob es ausreicht. Für mich funktioniert das astrein aktuell. Also ich muss wirklich auf Holz klopfen. Ich bin damit gerade super zufrieden. Und ich muss auch sagen, ich benutze wirklich kaum Foundation. Auch wenn ich keine Foundation trage, meine Haut sieht wirklich gar nicht schlecht aus aktuell. Und diese kleinen Unterlagerungen, die habe ich ja immer, aber die Rötungen sind deutlich zurückgegangen und das ist das, was mir natürlich Hoffnung macht, dass ich das so in den Griff bekomme, ihr Lieben. Das ist das, was ich in meiner aktuellen Routine immer habe. Ich habe ein Produkt mit zusätzlich reingenommen, was ich allerdings bewusst nicht jeden Tag benutze, um euch das auch mal kurz zu sagen. Ich habe mich in diese Creme verliebt und ich finde, wenn ich diese Creme benutze, vor allem wenn ich die abends benutze und danach ja wirklich morgens aufstehe, sieht mein Haus so schön, auch so hydrated aus. Und zwar eine Creme, von der ich das nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, ich teste die einfach mal. Habe ich auch im Aufgebraucht-Video euch gezeigt, dass ich ja von Charlotte Tilbury die Magic Creme ausprobiert habe und ich vertrage sie, ihr Lieben. Aber bewusst, um meine Haut nicht wieder zusätzlich zu strapazieren oder ihr zu viel zu geben, benutze ich sie nicht jeden Tag. Ich benutze sie so zweimal die Woche, kann man sagen. Und ich muss sagen, die, obwohl sie auch parfümiert ist und obwohl sie auch relativ reichhaltig ist, muss ich schon sagen, dass ich sie gut vertrage. Sie hat auf jeden Fall einen ganz milden Duft. Es ist eine Creme, die leicht, also wirklich einen leichten Fettfilm bei mir hinterlässt. Das ist wahrscheinlich auch, weil ich halt keine sehr trockene Haut habe. Das ist das einzige Produkt, was ich zusätzlich zu meiner Hautroutine ab und zu benutze. Nicht so häufig, wie gesagt, maximal zweimal die Woche. Und danach ist morgens meine Haut so richtig schön, ja, gepflegt. Man sieht das richtig, dass die Haut richtig Feuchtigkeit Zufuhr bekommen hat. Und ja, das wollte ich euch gerne heute einmal mitteilen, weil ich weiß, ganz viele das gleiche Leid wie ich tragen. Ich kann euch da auch nur sagen, was bei mir funktioniert. Ich danke euch auch in dem Sinne für die ganzen ja, Tipps, die ihr mir gegeben habt, was ich benutzen kann. Und ich muss sagen,
aktuell fahre ich damit sehr gut, deswegen bleibe ich dabei auch, nehme auch nicht zusätzlich mit rein oder ändere das. Solange es jetzt gerade so bleibt, wie es ist, bin ich damit wirklich vollstens zufrieden. Das wollte ich euch gerne heute einmal mitteilen. Dann mache ich gerne weiter mit den Sachen aus dem Bereich Haarpflege. Und was die Haare angeht, bin ich auch ein bisschen im Moment, wie soll ich sagen, unzufrieden ist der falsche Ausdruck. Ich habe einfach, ja, das Perückenvideo von Shein, was ich euch gezeigt habe, war echt cool für mich, um einfach mal zu sehen, wie andere Haarfarben bei mir funktionieren. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich war beim Friseur, wie ihr seht, ich habe frische Strähnen, habe mir die Haare abmattieren lassen. Ich habe auch ein ganzes Stück wieder geschnitten, weil meine Haare einfach durch diese blöde Färberei, daran bin ich ja selber schuld, meine Friseurin zwingt mich nicht dazu, meine Haare wirklich sehr strapaziert habe. Deshalb, ich muss jetzt auch mal schauen, dass ich von diesem ganz krassen Blondieren wegkomme. Meine Haare werden immer dünner. Ich merke das und auch meine Spitzen strapaziert ist. Das heißt, ich muss immer mehr Länge lassen. Möchte ich auf Dauer nicht. Deswegen werde ich da gucken, dass wir da beim nächsten Mal eine andere Lösung für finden. Dieses Mal, ich hatte einfach so einen heftigen Ansatz mit grauen Haaren, dass wir da beim Alten geblieben sind. Aber da möchte ich auf jeden Fall demnächst auch eine Veränderung. Was ich allerdings mache, natürlich ist pflegen, pflegen, pflegen. Ihr wisst das gerade, strapazierte Haare brauchen noch mehr Pflege. Es gibt zwei Produkte, die ich momentan sehr gerne benutze. Ich habe natürlich auch viele andere. Was die Haare angeht, nehme ich viele Produkte. Was ich sehr gerne aktuell benutze, damit ich diesen, ihr seht, jetzt sind sie gerade frisch abmattiert. Ich habe sie gewaschen und sie haben leicht noch diesen, ja, gräulichen Ton. Das wäscht sich ja bei mir sehr schnell raus. Ich habe hier eher ein warmes Blond. Womit ihr das Ganze so ein bisschen aufrechterhalten könnt, ist dieses hier. Wenn ihr nicht auf diese ganzen lila Shampoos, diese Anti-Gelbstich-Shampoos, wenn ihr darauf nicht zurückgreifen möchtet, was ich nicht mache, weil ich finde, dass das die Haare sehr austrocknet. Ich nehme da gerade aktuell von Medavita gerne das Blondie Spray. Das ist ein Violet Blonde Enchaging Conditioning Serum. Das macht ihr nach dem Waschen drauf. Das seht ihr auch, das ist so ein bisschen lila. Tut einmal diesen Conditioner Spray eure Haare natürlich gut pflegen. Ihr könnt die ganz gut kämmen danach und ihr habt damit so einen leichten, ja, so einen leichten lila Touch wieder reingebracht, dass es wieder so ein bisschen wie abmattiert aussieht. Natürlich nicht wie eine Tönung, aber das hilft im Ganzen, um das ein bisschen, das Warme ein bisschen zurückzuhalten. Benutze ich sehr gerne zwischendurch und wollte ich euch gerne nur als Tipp sagen von der Marke Medavita. Müsst ihr mal schauen, bekommt ihr auf jeden Fall einen Friseurbedarf, aber auch online könnt ihr da gerne mal schauen. Dann aktuell ein Öl, was ich wieder sehr gerne benutze. Ich nehme ja sonst immer das von DM, was ich habe, von der Langhaar-Mädchenreihe. Und immer zwischendurch versuche ich natürlich auch, wenn ich merke, dass mir das nicht so viel mehr bringt, mal was anderes zu benutzen. Das war mal in einer Beautybox, die ich hatte. Und das ist auch ein richtig toll pflegendes und super, super gut duftendes Öl von CC & Joe, das Repair Hair Öl, repariert und pflegt mit Aprikosenkernöl. Mag ich auch aktuell total gerne und das ist auch ein veganes Produkt, also ein tierversuchsfreies Produkt und das kommt auch mit so einer Pipette daher. Das riecht so toll, ihr Lieben. Ihr dürft davon nicht zu viel nehmen. Ich mache das immer ganz gerne abends in meine Haare, bevor ich mir meinen Schlafdutt mache quasi. Und morgens sind die dann auch nicht so klatschig oder so. Also mag ich auch gerne. Wollte ich euch gerne auch einmal gezeigt haben. Falls ihr ein etwas, sag ich mal, schwereres Haaröl sucht, dann kann ich euch das sehr empfehlen, weil das sind die anderen, die ich sonst habe, die sind so ein bisschen leichter. Das ist ein bisschen schwerer, zieht bei meiner, ja, sehr ausgetrockneten Haarstruktur aber sehr gut ein. Und deswegen wollte ich euch das ganz gerne einmal zeigen. Dann habe ich noch zwei Empfehlungen im Bereich der Lippen, ihr Lieben. Ich muss euch sagen, meine Lippen sind aktuell wieder super trocken. Ich habe das immer mal wieder. Ne? Heizung hat jetzt wieder, die Heizung ist jetzt wieder an. Ich rede natürlich hier viel. Ich rede auch in meinem Bürojob relativ häufig viel. Und es ist halt so, dass ich einfach wirklich sehr oft sehr trockene Lippen habe. Ich versuche natürlich immer Pflege, Pflege, Pflege zu drauf zu machen. Ich kann euch einen ganz, ganz großen Tipp geben für alle Mädels, die nicht viel Geld für Lippenpflege ausgeben wollen. Tut euch einfach abends Vaseline auf die Lippen. Ich weiß, das ist jetzt auch kein neuer Trend oder ein Life-Changer, aber für mich ist das wirklich so, wenn ich abends meine Pflegeroutine gemacht habe und dann mache ich mir mit einem kleinen Pinsel richtig dick, also nicht dick, aber Vaseline auf die Lippen und gehe danach schlafen, dann habe ich morgens immer richtig schön gepflegte Lippen. Kann ich euch wirklich empfehlen, kostet nicht viel Geld, bekommt ihr sogar im Action für 1,50 glaube ich. Und das ist wirklich für mich, ja, wenn ich halt keinen Bock habe, irgendwie ein Labello oder so rauszunehmen. Ich habe ja viele Labellos und Lippenöle. Aber das ist auf jeden Fall eine günstige Alternative, die ich euch empfehlen kann, gerade jetzt, wo es kälter wird, wo die Heizungsluft mehr ist, ja, wo die Lippen einfach ein bisschen strapazierter sind, ist das eine sehr günstige Alternative und eine etwas teurere Alternative. Ist ganz klar das hier. Ich habe es auch schon echt gut in Benutzung. Ich finde das so toll. Von Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir nennt sich das, was in diesem wundervollen Kalender war, den ich ja geshoppt habe, den ich euch gezeigt habe.
recycelte Mom Beauty Haul. Und zwar ist das das Lippenöl von Charlotte Tilbury. Das ist einfach toll. Es zieht super ein. Es hinterlässt keinen Film. Und was ich richtig toll finde, es kommt mit so einem Roller daher. Das heißt, ihr könnt damit super schön über eure Lippen gehen. Habt nicht zu viel aufgetragen, weil ich habe ganz viele, wo du halt so das rausdrückst. Und dann hat man manchmal zu viel. Und bei denen, wo ich mit dem Pinsel reingehe, habe ich immer das Gefühl, dass mir alles so drumherum ausläuft. Das passiert euch hier nicht, weil es wie gesagt wie so ein Roller ist. Ihr könnt das damit ein bisschen besser auftragen. Mag ich auch ganz gerne. Das ist quasi die teure Alternative zu Vaseline, obwohl das beides nicht das gleiche ist. Aber für alle, die so wie ich Juicy Lips mögen, ist das das Go für die kalte Jahreszeit, ihr Lieben. Dann habe ich natürlich auch noch ein paar Düfte, die ich gerne euch zeigen möchte, bevor wir mit Make-up weitermachen. Und wenn ihr euch das wünscht, ich weiß, ganz viele von euch da draußen sind so wie ich kleine Parfüm-Junkies, dann gibt es, wenn ihr das wünscht, mache ich das super gerne, dass ich euch Düfte für die kalte Jahreszeit raussuche. Meine Lieblingsdüfte für die kalte Zeit, Herbst-Winter Edition, mache ich super gerne. Ich zeige euch heute meine Lieblingsdüfte aktuell. Das sind keine schweren Düfte und das sind auch keine sehr süßen Düfte, ihr Lieben. Noch bin ich nicht auf der süßen Seite, Vanilleseite unterwegs. Noch sind es wirklich für mich von den Duftmausen her, also schon Sachen, die schwerer sind, aber jetzt nicht so krasse, süße Bomben, wie vielleicht ich im Winter trage. Ich weiß, da scheiden sich ja die Geister. Jeder trägt das, was er will, zu der Zeit, wann er will. Bei mir ist das ja so, wie ihr wisst, dass ich da schon eher nach Saison gucke und nach Wohlbefinden auf jeden Fall auch. Ein ganz großes Lieblingsparfüm aktuell, ich habe es auch schon gut benutzt, obwohl ich es noch gar nicht so lange habe, ist von Jean Paul das neue von Divine, das heißt Divine, ich habe mich nochmal erkundigt und zwar ist das, glaube ich, das Le Parfum, genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das werden wir auf jeden Fall auch in dem Parfüm-Video mal so ein bisschen diskutieren unter meinem Video. Aktuell habe ich das Gefühl, dass jedes Parfüm noch einen neuen Flanker bekommt, noch ein Le Parfum und noch ein Intense. Irgendwie finde ich das ein bisschen blöd, weil man hat dann immer so den Drang, das auch haben zu wollen, also so ist es bei mir zumindest. Ich kann euch nur sagen, ich habe das deshalb nochmal gekauft, ich habe das normale Divine mir im Sommer gekauft, was ich total geliebt habe. Ich habe das wirklich vom Frühling bis Sommer durchgehend fast benutzt. Ich habe mich das für das Le Parfum dann doch nochmal entschieden, weil das diese salzige Note ein bisschen weniger hat. Ich weiß, dass das ganz viele gestört hat bei dem normalen Divine und da hat es, dieses hat es nicht. Es, wenn ihr das auftragt und es ein bisschen runtertrocknet, es hat so einen tollen Duft. Ich kann euch das schwer beschreiben. Schaut einfach, googelt es bitte nach. Es ist ein, finde ich, ein sinnlicher Duft, der aber nicht zu schwer ist. Er hat eine sehr blumige Note. Es ist, glaube ich, auch ein Duft, den jeder so mögen könnte. Es ist kein extrem schwerer Duft, aber danach hat er halt so einen Wiedererkennungswert, finde ich. Ich finde den Duft ganz, ganz toll. Ist ein eleganter, weiblicher Frauenduft auf jeden Fall und wirklich auch für jede Altersklasse eigentlich geeignet. Ihr seht, das ist ein riesen Klopper. Ich habe mir von meinem Mann nämlich das Parfüm gewünscht und das ist die 100 ml Flasche. Die brauche ich auch, weil wie gesagt, ich habe es jetzt schon in den letzten Wochen gut durchgerockt und schon einiges von runter benutzt. Ich habe auch noch noch zwei weitere Düfte, die ich super gerne aktuell benutze. Ein Duft und ich weiß, dass viele Prada Paradox überhaupt nicht lieben und das sehr plakativ finden, den Duft nicht einzigartig finden. Ich brauche nicht den Duft, wo ich sage, oh, das muss einzigartig sein. Ich bin nicht ein riesen Fan von diesen Nischedüften, muss ich euch ganz einfach sagen. Ich stehe auf die einfachen Duftnoten, wie vanillige Noten, blumige Noten, Maskenoten. Das ist das, was mich anspricht. Und ich finde, ein Duft muss auch Emotionen in einem auslösen. Und bei Prada Paradox, beim ersten hatte ich das schon. Und dann habe ich lang, dank der lieben Suna vom Account Emso, ihr wisst, ihr kennt sie wahrscheinlich viele schon, auch noch das Intense shoppen können und das mag ich im Moment sehr gerne, denn das trocknet, anders wie das Paradox, ein bisschen vanillig runter. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Duftnoten das enthält. Wenn ihr es am Anfang riecht, riecht es wirklich wie das klassische Paradox. Aber dieses, wenn ihr es aufgetragen habt und wenn ihr es quasi eine halbe Stunde an euch habt, riecht es ein bisschen vanillig und eure Kleidung riecht auch noch am nächsten Tag danach. Richtig toller Duft für die aktuelle Zeit, das ist das Paradox Intense und ich war letztens im Oberhausen im Zentrum und da hatten die einen riesen Paradox-Aufsteller, da habe ich auch das neue Florale gerochen, ist gar nicht meins, muss ich einfach so sagen, für mich sind von den dreien das Intense doch das Beste. Mag ich aktuell super gerne benutzen, wie gesagt, weil es halt
Nachgang so ein bisschen vanillig riecht. So ganz leicht. Das ist kein schwerer, finde ich, Winterduft, sondern das ist ein gutes Zwischending für mich. Und das ist trotzdem Duft, der sehr, sehr, sehr lange anhält. Wenn ihr das erste Paradox nicht so gerne mochtet, dann solltet ihr auf jeden Fall mal an dem Intens riechen. Finde ich wirklich, riecht sehr, sehr gut. Dann ein Duft, den ich euch auch schon hier relativ häufig gezeigt habe und auch schon vor längerer Zeit gezeigt habe, den ich auch schon in einer großen Flasche einmal leer gemacht habe, ist ein Duft von Elisab. Und ich muss sagen, ich muss auch wirklich sagen, dass die Düfte total underrated sind. Für alle Frauen, die auf elegante Düfte stehen, die müssen an Elisab-Düften einfach riechen. Ich finde, dass diese Düfte ein bisschen besonderer sind, genau, und einfach auch ein bisschen weiblicher, ein bisschen eleganter sind als diese ganzen anderen Düfte. Mein Favorite ist ganz klar Girl of Now Forever. Ich liebe den Duft, ich trage ihn aktuell sehr gerne, ist für den Sommer und für den Frühling ein bisschen zu schwer. Für den Herbst ist er perfekt, denn er hat eine süßliche Note mit drin, er hat eine florale Note, er hat eine wirklich sehr elegante Note. Ich glaube, das ist ein Duft, den ganz junge Mädels nicht so gerne mögen. Das ist eher was, würde ich sagen, für eine gestandene Frau. Ich liebe den Duft aber einfach. Ich habe mich in den damals so verliebt, dass ich den super gerne jetzt wieder rausgeholt habe und gerade im Herbst jetzt gerne trage. Der ist eher was für abends. Für tagsüber ist der wirklich ein bisschen zu schwer, aber für abends ist der gerade perfekt. Könnt ihr auch gut im Winter benutzen, aber für den Herbst finde ich ihn noch ein bisschen passender, weil er halt nicht ganz so süß ist, sondern er riecht einfach ein bisschen eleganter, muss ich sagen. Und ja, deshalb auch das eine riesen Duftempfehlung für den Herbst, ihr Lieben. Und für alle, die Body Mists mögen und so wie ich ein Sol de Janeiro Fan sind, muss ich einfach so sagen, das musste noch in dieses Video. Ganz viele von euch lieben die Düfte genauso wie ich und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird doch, ich werde immer ein, auf jeden Fall ein Bum Bum Cream Fan bleiben. Und die Nummer 62 ist mein All-Time-Favorite, vor allem für den Sommer. Aber für jetzt kann ich euch wirklich empfehlen, wenn euch diese ganz anderen Düfte zu süß sind, müsst ihr an der Nummer 59 riechen. Ich finde, von allen Düften unterscheidet der sich extrem, denn der hat eine etwas, wie soll ich euch das sagen, eine etwas andere Note, ja. Der hat so eine leichte salzige Note, der hat so eine mystische Note mit drin. Perfekt für die, finde ich, kälteren Tage. Ich kann euch auch mal eben sagen, was da drin ist. Genau, es ist nämlich dabei Vanilla Orchid, Sugared Violet, Sheer Sandalwood. Also, was sagt uns das? Gezuckerte Violett, also das Blumige ist mit drin. Vanilla Orchidee und Sandalwood, also Sandelholz. Das Sandelholz riecht man wirklich deutlich raus und auf jeden Fall etwas andere Duftrichtung. Es ist nicht ganz so süß wie die anderen Düfte und hat noch so eine leicht würzige Note. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Kann ich euch sehr empfehlen für die kälteren Tage. Jetzt benutze ich aktuell auch sehr gerne. Vor allem abends mal so eben zum Übersprühen finde ich das toll. Und wollte ich euch ganz gerne auch nochmal sagen, ihr wisst, was Düfte angeht, könnte ich jetzt hier noch weiter quatschen. Aber ich sehe, wir sind schon bei über 20 Minuten, ihr Lieben. Deshalb machen wir jetzt auch fix weiter mit den Make-up-Produkten. Und da habe ich auch ein paar Favoriten. Zum einen haben mich da ganz viele nachgefragt, was für Lippenkombo trägst du, Mary? An den Tagen, wo ich so etwas dunklere Lippen hatte. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe echt viel gemischt. Ist einfach so. Und zwar, ich habe natürlich auch Farben, die ich alleine tragen könnte, aber ich mag es auch gerne zu mischen. An den Tagen, wo ich dieses weinrote, Bordeaux-farbene getragen habe, habe ich getragen vom Bobbi Brown einen Lippenstift in der Farbe, da steht Crushed Lip Color Ruby. Das ist eigentlich alleine schon ein richtig schöner Ton, aber mehr ist da ein bisschen zu rotstichig auf den Lippen. Und da ich das Ganze ja gerne so ein bisschen, ja, in diese Bordeaux-Linie mag, habe ich das Ganze noch gemischt mit einem Produkt von Astor, Soft Sensational Lip Color Butter. Ihr wisst das ja, das ist auch so ein All-Time-Favorite aus der Drogerie. Und zwar ist das die Farbe, um euch das mal sagen zu können, ja, das wüsste ich jetzt gerne, welche Farbe wir da haben. Ja, 026 Royal Diva nennt sich der Farbton. Der ist perfekt in der Kombination, wie ihr seht, denn der geht so ein bisschen ins Aubergine. Und was ich nochmal ganz gerne so als Lip Liner quasi da drüber gemacht habe, ist aber auch ein relativ altes Produkt, muss ich sagen. Hot Merlot, aber der ist noch voll in Ordnung. Habe ich den drüber gegeben. Und zwar ist das von Max Factor ein Max Effect Giant Lip Pencil. So sieht der einmal aus. Und der in Kombination mit den anderen beiden Tönen, das hat das perfekte Finish gehabt, weil ich den quasi als Lip Liner benutzt habe. Und mit diesen drei Farben habt ihr den perfekten Bordeaux-Ton auf euren Lippen. Ist es sehr langanhaltend? Nein, weil es Lippenstifte sind. Trotzdem mag ich die Farbkombi sehr gern und das ist so mein To-Go für den Herbst, ihr Lieben. Für alle, die es nicht ganz so dunkel mögen, habe ich auch eine ganz große Empfehlung. Ich habe ihn auch heute auf den Lippen. Ich habe zwar drunter was anderes, aber das ist so ein schöner Farbton. Ich zeige euch den. Wenn ihr es so ein bisschen schimmerig mögt, aber keinen Lipgloss tragen möchtet, dann kann ich euch den total empfehlen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo ich den her habe. Ich glaube, der war auch in einer Beautybox. Und zwar von der Marke Isadora. Bekommt ihr, glaube ich, auch bei Douglas.
Das ist der Lip Desire Sculpting Lipstick in der Farbe 73 Vintage Rose, ihr Lieben. Das ist so ein schöner Lippenstift. Ihr seht das, das kommt in so einer Stift, in so einem Stiftformat. Ich zeige ihn euch mal pur. Das ist einfach nur wie ein rosa Schimmer. Und wenn ihr den da drunter mit einem, ich habe da drunter so einen Lip-Tint gehabt, den da drüber gebt, das hat so ein schönes Finish. Wenn ihr es nicht ganz so dunkel mögt und einfach nur so ein bisschen was als Topper möchtet, kann ich euch den sehr empfehlen. Der hat einen richtig schön fliegenden Effekt und hält auch relativ lange. Das ist so mein To-Go im Moment, was die Lippenkombination angeht. Ich liebe diese beiden Sorten im Moment sehr gerne und die seht ihr auch öfter in meinen Videos hier. Dann würde ich gerne weitermachen mit Lidschatten, ihr Lieben. Und da habe ich nur einen, den ich euch gerne zeigen möchte. Ihr wisst das ja, ich benutze immer mal wieder was. Im letzten Video, was ihr gesehen habt, da haben mich auch viele nachgefragt, da habe ich die Huda Beauty Rose Quartz Palette auf meinen Augen gehabt, die diesen mystischen Schimmerton hat. Heute habe ich wieder eine meiner Alltime Favorites von Lime Crime drauf. Ihr wisst das, das wechselt ja bei mir auch ständig. Ein Farbton habe ich jetzt gefunden, der für mich der perfekte Schattierton ist, ihr Lieben. Der war in einer Box dabei. Ich glaube, der war in der Fairy Box. Ich liebe ja die Fairy Box, wie ihr wisst. Das sind auch immer richtig coole Make-up-Produkte von veganen Beauty-Herstellern. Und so ist es auch bei diesem hier. Das ist auch wieder ein Bio-Produkt und zwar von der Marke Pure Bio. Das ist ein Monolidschatten, aber die Farbe ist perfekt, um eure Crease zu schattieren. Denn es ist ein matter Ton. Es ist die, genau, Eyeshadow Matt, die Farbe 14. Und zwar ist das ein ganz cooler, so ein cooler Braunton, wie ihr seht. Ja, der ist so ein bisschen, könnt ihr sogar für eure Augenbrauen theoretisch nehmen. Ich liebe den Ton zum Schattieren aktuell. Ich swatche ihn euch auch mal. Ich wollte euch den unbedingt zeigen, weil vielleicht könnt ihr den nachshoppen, wie gesagt, von der Farbe Pure Bio. Wenn ihr auf der Suche seid nach dem perfekten Crease-Ton, dann kann ich euch den sehr empfehlen, denn es ist ein matter Ton, wie ihr seht, und der ist sehr aschig. Für alle, die es nicht so warm auf dem Auge mögen, kann ich euch den sehr empfehlen. Ich mag den sehr gerne im Alltag zum Schattieren zu nehmen. Ja, ich kombiniere den immer mit anderen Farben noch, aber ist echt ein Lieblingslidschatten diesen Monat gewesen. Ihr seht schon, die Prägung ist runter. Also auf jeden Fall ein richtig cooles Produkt, ist ein Naturkosmetikprodukt. Das meine ich, deswegen sind diese Boxen so toll. Ihr habt die Möglichkeit, einfach Produkte auszuprobieren, die ihr euch vielleicht so nicht kaufen würdet, weil ihr die Marken vielleicht nicht kennt. Mega cooler Lidschatten, ich liebe die Farbe, ist perfekt für den Alltag. Ihr könnt ihn solo tragen, ihr könnt ihn für eure Augenbrauen nehmen, für alles Mögliche. Für unterm Auge nehme ich den auch ganz gerne. Ein richtig schöner matter Braunton in der Nummer 14, ihr Lieben, von der Marke Pure Bio. Nur für euch zur Info wollte ich euch das gerne auf jeden Fall teilen. Dann kommen wir zu den Face-Produkten und zwar muss ich euch dazu sagen, das haben auch ganz viele gefragt, was ich als beim letzten Video, ich hatte zwei Nachrichten, was ich trage und ihr wisst das, ich bin kein Foundation-Fan. Ich habe einige Foundations da, aber ich bin da kein Riesenfan von. Und dann habe ich ein Produkt von der lieben Emsu. Du wirst in diesem Video öfter erwähnen. Ich hoffe, du schaust es, liebe Suna. Emsu ist so, wie ihr wisst, ja, sie ist unsere Preiskönigin, was Instagram angeht. Sie hat immer tolle Posts, sehr wirklich elegante Posts auch, wo sie viele Make-up-Produkte auch immer zeigt. Und sie zeigt uns immer, wenn sie Preisfehler findet, die leider immer weniger werden. Ja, genau, wenn sie die findet, teilt sie die mal sehr gerne mit uns. Das macht sie wirklich toll. Ich habe schon viele Schnäppchen dank ihr geshoppt und sie hat mich einmal als aktive Followerin ausgesucht. Followerin der Woche und hat mir ein richtig tolles Paket zugeschickt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Denn dadurch bin ich zu diesem Produkt gekommen. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen. Ich habe mich gescheut, es damals mal irgendwo zu kaufen, weil, wie gesagt, ich bin kein riesen Foundation-Fan und ich dachte mir, kann sowas funktionieren oder nicht. Aber, und ich weiß, dass sich auch die, ja, bei diesem Produkt wirklich die Geister scheiden. Manche finden es toll, manche mögen es gar nicht. Und zwar von M. Asam das Magic Finish. Was soll ich euch sagen? Ich liebe es. Ich habe es heute wieder auf meinem Gesicht. Ich finde es für meinen Haut, für mein Hautbedürfnis super. Es hat eine leichte Deckkraft. Es verschmilzt mit eurer Haut. Und zwar ist das das Summer Tan nennt sich das. Ich glaube, das ist ein dunklerer Farbton. LSF 12 hat das Ganze. Make-up Fondotan. Genau, das ist, glaube ich, die Farbnummer 2. Ist ein bisschen dunkler, glaube ich, als das Original. So sieht das Ganze einmal aus. Oder vielleicht ist es das auch. Auf jeden Fall steht das Summertime drauf. Ihr seht das. Ich habe schon ordentlich benutzt. Ich gehe da einfach mit einem Pinsel rein, gebe mir das übers Gesicht und ready. Ja, ein bisschen Concealer. Und dann, gerade für den Alltag ist das super. Und für jemanden, der nur eine leichte Deckkraft möchte. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Finish auch toll. Hätte ich nicht gedacht. Ist ein Produkt, was mich wirklich überzeugt hat. Keine Werbung für M. Asam. Ja, viele machen ja Werbung dafür. Also M. Asam kann mich gerne auch mal sponsern. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, denn finde ich toll, benutze ich sehr gerne und vielen lieben Dank nochmal an die liebe Suna,
dass ich das Dunkie ausprobieren konnte, weil ich hätte es mir wahrscheinlich nie gekauft, weil ich einfach nie so ein Fan von diesen Produkten war. Aber das muss ich sagen, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Dann habe ich zwei Produkte im Bereich Blush, ihr Lieben. Eins trage ich auf meinem Gesicht. Wie ihr seht, hat das auch ein bisschen Schimmer. Finde ich, ist wirklich ein richtig, richtig tolles Produkt. Ich habe es sehr häufig in Benutzung. Und zwar von Reval de Loop, das Stunning Power Liquid Blush. Das war ja auch eine Limited Edition auf diesem Aussteller. Und das ist so ein schöner Rosé-Pinkton. Für alle meine Pink-Blush-Liebhaberin, Kylie Jenner-Blush-Liebhaberin dieses Jahr und letztes Jahr, wisst ihr ja, sind einfach diese Rosé-Töne der Knaller gewesen. Ich swatche den euch nochmal. Nicht erschrecken, das ist der hier unten, aber wenn ihr den schön genau verrieben habt, schön verblendet habt, hat der einfach einen richtig schönen Schimmerton, ja. Und der hat auch so, wie gesagt, so einen leichten Schimmer mit drin. Ich mag das ja eigentlich nicht so gern, aber bei dem mag ich es. Trage ich heute solo über meinem Bronzer. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde es eigentlich richtig schön. Macht einen richtig schönen rosé, gesunden Look und auf jeden Fall ein Favorit aus den letzten Wochen. Vielleicht könnt ihr es noch ergattern. Ich habe gesehen, bei vielen Filialen bei Rossmann ist es sogar schon im Ausverkauf, in irgendwelchen Schütten mit drinne. Das ist wirklich ein Blush für kleines Geld, was wirklich gut funktioniert. Wird auch nicht fleckig, ihr Lieben. Ne? Haltbarkeit ist okay. Wenn ihr natürlich darüber jetzt so ein Puderprodukt geben würdet, würde es noch besser halten. Aber bei mir hält sowieso Liquid Blush nicht ganz so lange wie Puder Blush, deswegen aufgrund meiner Haut. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich super, super gerne mag, ihr Lieben. Auch dieses Produkt, das ist jetzt einmal günstig, jetzt kommen wir zu teuer. Das soll ich euch sagen, nicht nur wegen der Farbe, aber es ist wirklich ein richtig schönes Blush. Es ist eine wundervolle Verpackung, aber auch der Farbton ist richtig schön. Und zwar ist das von Too Faced Cloud Crush in der Farbe Candy Clouds. Ich liebe diesen Blush, der ist einfach so schön. Ihr könnt ihn aufbauen, ihr könnt ihn schichten, ihr könnt ihn intensiver oder aber auch weniger intensiv gestalten. Hier seht ihr dann einmal für alle meine pink-rosa Blush-Liebhaberinnen. Ja, den müsst ihr auf jeden Fall in eurer Sammlung haben, wenn ihr das Geld ausgeben möchtet. Der ist nicht ganz günstig mit fast 30 Euro, aber auf jeden Fall auch ein richtig schöner Blush und ja, auf jeden Fall im Moment auch einer meiner Favoriten. Wenn ich rosa Blush trage, dann tue ich ganz gerne zu dem auf jeden Fall greifen, ihr Lieben. Dann kommen wir auch zum letzten Produkt und das war es dann auch schon von meinem Monatsfavoriten. Ihr seht, wir haben heute schon wieder einiges heute, was ich euch gezeigt habe. Und zwar auch bei dem Produkt, ja, bin ich sehr, sehr spät. Ihr wisst das, ich lasse mich ganz gerne inspirieren. Aber ich muss sagen, in meinen Alltagsprodukten benutze ich schon ganz gerne auch viele, gerade die Face-Produkte, wo ich viel Verschleiß habe, wo ich wirklich gern Drogerieprodukte benutze. Mein Concealer und so, wisst ihr ja, ist meistens Drogerie. Und so ist es auch beim Puder ganz häufig gewesen. Bei einem Produkt konnte ich jetzt nicht anders. Es war ich habe es ein bisschen günstiger bekommen, deshalb musste ich es einfach kaufen. Und zwar das Huda Beauty Setting Powder in der Farbe Cherry Blossom. Ja, dieses Easy Bake Powder. Das soll ich euch sagen, ich habe es heute auch wieder drauf. Für alle Ölhäutchen da draußen, ihr müsst das haben. Gerade auch für eure Stirnpartie. Ich muss ganz ehrlich sagen, das tut so schön abmattieren. Es tut so schön auffallen. Ihr seht unter meinen Augen, es hat jetzt nicht gecreased und ich habe das ganz oft, dass mir Puder sonst creased. Und ja, was soll ich euch sagen? Der Hype ist für mich real. Ich habe zwar jetzt was anderes noch bestellt, was ich gerne ausprobieren möchte, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, sein Geld wert in dieser Farbe. Gerade wenn ihr, ja, so wie ich, was haben möchtet, womit ihr auch vielleicht ein bisschen baken könnt. Ich habe es zwar heute nicht zum Baken benutzt, aber für die Stirnpartie ist das auch super. Und ja, auch wenn das heute viel auch High-End war, ihr seht das ja auch, es ist auch was Günstiges dabei. Das ist auf jeden Fall was natürlich fürs High-End-Portemonnaie, aber auf jeden Fall für mich einer der besten Puder, die ich gerade in Benutzung habe aus den letzten Wochen, ihr Lieben. Ihr könnt mir mal gerne eure Lieblinge der letzten Wochen unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen, ihr Lieben. Falls ihr noch nicht getan haben solltet, lasst mir gerne ein Abo da. Ich bin jetzt so im Flow. Wir sind jetzt gerade so schön im Aufstieg. Würde mich freuen. Vielleicht schaffen wir sogar noch die 10.000 bis zum Ende des Jahres. Das wäre einfach mega cool. Würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Deswegen, falls ihr mich unterstützen möchtet, macht es super gerne. Ansonsten kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe einen ganz tollen Shein-Haul für euch vorbereitet. Der kommt als nächstes nach diesem Video. Und viele fragen mich auch schon nach dem schönen Rabattcode. Ich habe einen neuen Code für euch, ihr Lieben. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe eine richtig coole Herbst-Edition für euch, die ihr im nächsten Video sehen werdet. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns allgemein so im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!